Hermann Nietzsche ist tot. Der Maler und Aktionskünstler hat, wie kein anderer, die als Wiener Aktionismus bekannt gewordene Bewegung moderner Kunst und Künstler der 1960er Jahre geprägt. Seine meist blutroten Schüttbilder waren sein Markenzeichen. Sein schon zu Studienzeiten erdachtes Orgien-Mysterientheater aus Musik, Malerei, Performance und vordergründig die zur Schaustellung von Blut- und Tierkadavern haben dem Künstler heftige Proteste bis hin zu blankem Hass eingebracht. Das gehört dazu, wenn man neue Kunst macht, dann gibt es ein Problem, das war auch bei den Impressionisten so. So ist es eben. Obwohl es dem Künstler darum gegangen ist, bewusst Ekel und Abscheu zu erzeugen, um daraus die Lehre zu ziehen, welchen Wert das Leben hat, und obwohl er viel seltener Blut denn Farbe verwendet hat, bringt Hermann Nietzsche Tierschützer gegen sich auf. Und weil er das Theater mit religiösen Inhalten liturgisch inszeniert, christliche Eiferer und die Behörden. Nietzsche wird mehrmals eingesperrt und weicht 1968 vorerst nach Deutschland aus. Die Natur enthält alles. Den zerstörerischen Exzess und auch den Aufbau. Und meine Arbeit wollte und will nie was anderes als eigentlich nur in die Schöpfung eindringen und die Natur so zu zeigen, wie sie ist. Also ich beschwere mich da gar nicht. 1971 erwirbt Nietzsches damalige Ehefrau Beate Schloss Prinzendorf im Weinviertel. Es wird zum Zentrum seines Wirkens. Im nahegelegenen Mistelbach entsteht 2007 in enger Abstimmung mit dem umstrittenen Künstler das Hermann Nietzsche Museum. In den Jahren dazwischen wandelt sich weniger Nietzsche selbst als der Blick auf ihn und sein Werk. Das Enfant terrible der 60er und 70er wird immer öfter eingeladen, Bühnenbilder zu gestalten, Kostüme zu schaffen und Opern zu inszenieren. Und er erhält immer öfter renommierte Auszeichnungen wie die Goldene Ehrenmedaille der Stadt Wien und den Staatspreis für bildende Kunst. Ich habe viel, viel Freude mit meiner Arbeit erfahren, viel Anerkennung gefunden, wurde auch, aber leider auch sehr angefeindet. Und auch das bis zuletzt. Und auch wenn er bei späteren Varianten des Orgien-Mysterientheaters auf das Schlachten von Tieren vor Ort verzichtet hat, Nietzsche meinte allerdings einmal, er sei nur mit Menschen per Du, mit denen er dieses Erlebnis schon einmal geteilt hat. Ich glaube, eine Kunst, die intensiv ist, die eckt einerseits an, andererseits vermag sie sehr, sehr zu begeistern. Ausgerechnet am Ostermontag stirbt Hermann Nietzsche mit 83 Jahren. Ausgerechnet an dem Tag, an dem anlässlich der Biennale in Venedig eine Werkschau seiner 20. Malaktion aus 1987 eröffnet worden ist. Eine aus einer ganzen Reihe aktueller Ausstellungen des bis zuletzt höchst aktiven Künstlers.